Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es ein Lookbook zu meinen Konfirmations-Outfits, also eigentlich nur einem, aber ich muss mich noch entscheiden, welches ich anziehe. Und ich wollte auf YouTube eigentlich nur nach Lookbooks suchen zur Konfirmation und da habe ich leider nur schwedische oder norwegische gefunden und daraus wurde ich nicht ganz schlau. Deshalb gibt es hier ein deutsches Lookbook. Und ich hoffe, es gefällt euch und wir stehen gerade draußen, wie ihr gerade gemerkt habt, weil dieser Baum einfach so schön ist und es ist einfach so gutes Wetter und ich habe gerade Schule auf und zwar ziemlich früh und das muss ich genießen und deshalb stehen wir hier draußen. Ich muss auch was zu den Kleinern sagen und zwar findet ihr die alle nicht mehr online oder in den Läden und zwar, weil diese von meiner Mom sind oder von einer Freundin und Nachbarin, die habe ich mir da alle geliehen. Weil ich habe gar keine Kleider und das Kleid, was ich mir bestellt habe, ist mir leider zu groß. Und es ist jetzt gerade beim Änderungsschneider, aber ich bin mir halt noch nicht so sicher, ob mir das so gefällt, wie das jetzt rauskommt. Weil das ist eher sportiver und das würde ich dann eher anziehen, wenn wir so Städtetrips machen und nicht zu meiner Konfirmation. Deshalb probiere ich jetzt die Kleider durch und die seht ihr ja jetzt. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt und ihr könnt hier abstimmen, welches Kleid ihr am besten findet.
jetzt fertig mit Kleider anprobieren und ich fand ein paar ganz schön. Und ihr könnt hier, wie gesagt, abstimmen, welches ihr am schönsten fandet. Vielleicht ist ja das Kleid, was ihr abgestimmt habt, also was ihr am besten fandet, das Kleid, was ich zur Konfirmation anziehe. Und morgen fangen schon die ganzen Vorbereitungen an für die Konfirmation. Also zum Beispiel habe ich morgen schon einen Kosmetikerin-Termin. Und ich versuche euch da überall hin mitzunehmen und euch das zu vloggen. Und ich hoffe, das wird gut, aber ich glaube, das wird gut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und hoffentlich bei dem Vlog.